Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Princess Peach Showtime. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Hallo werte Zuschauer, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Show von Princess Peach Showtime. Ja, beim letzten Mal haben wir den Eiskunstläufer Funkeli gerettet. Das war eine ganz schöne, elegante Show. Und heute haben wir das Meerjungfrauen-Set vor uns. Das letzte Kostüm, das wir abschließen müssen. Also, es fehlt nicht mehr viel. Und ja, das Meer ist offenbar in Gefahr. Das müssen wir ändern, dass das Meer nicht mehr in Gefahr ist. Ich würde sagen, let's go. Retten wir das Meer. Hier, was ich mich bei Meerjungfrauen eigentlich immer frage, die sind doch richtig weit unter im Meer, oder nicht? Wird es nicht eigentlich immer kälter, je tiefer man kommt? Warum tragen die so wenig? Also wenn es nur ums Hübschsein geht, ne? Man muss doch wirklich bedenken, es ist unter dem Meer doch arg kalt. Warum tragen die so wenig? Also nicht, dass sie jetzt hier sich nicht hübsch machen dürfen, aber ich finde das unpraktisch irgendwie. Naja, jedenfalls die Schleife haben wir schon mal. Einfach den Meerjungfrauen helfen. Da ist eine Tribüne. Da war ein Stern drin. In der Tribüne ist wahrscheinlich der erste. Ich heile sie mit einem Fisch. Sie kann wunderschön singen. Haben wir damit allen hier geholfen? Ich würde sagen, ja. Ihr haben wir geholfen. Ich konzentriere mich mal hauptsächlich mehr auf den Fisch als auf alles andere. Okay, passt so. Ich wurde wieder zurückgesetzt. Das ist eigentlich sogar gut, weil ich dann für alles mehr Zeit habe. Habe ich das jetzt auch geöffnet bekommen? Ich sollte nichts übersehen haben, oder? Wirkt so, als wäre hier was. Okay, ich muss warten, bis er keine Steine mehr hat.
Okay, die Blubberblasen haben nichts zu bedeuten. Wir waren Blubberblasen, das Seifenkind halt einfach am Werk. Ich habe trotzdem das dumpfe Gefühl, ich hätte jetzt schon was übersehen. Aber ich kann auch um die Steine herum. Ich muss gar nicht abwarten, dass er die wirft. Okay, ich habe keinen übersehen. Gut. Es kam mir so vor. Ich habe gehört, da wollen wir rein. Ich und Nemo. Komme. Boah, aber erst einen neuen Fischi. Was genau wird gerade von mir verlangt? Ich hab ne Ahnung, wo ich mit den Fischis hin wollte. Ich wollte nach da unten. Das habe ich auch versucht, aber irgendwie ging's nicht mehr. Ich durfte wahrscheinlich nicht das von ihm zuerst öffnen. Ja, ich darf jetzt schon wieder nochmal hier rein. Es gehört nicht euch. Doch, es nützt was. Den Fisch muss ich mehrmals besiegen. Es ist ein Genuss für die Ohren. Und es ist ein wunderschönes Bild gerade. Aber ich weiß, was ich falsch gemacht habe. Und das wurmt mich. Ich hätte das Ding nicht zuerst öffnen dürfen. Ich hätte durch das Gitter zuerst. Das wurmt mich. Seltsam. Normalerweise taucht doch jetzt immer eine von diesen dunklen Türen auf. Bedeutet das etwa, dass Grape ihren Plan ausführen konnte und das Theater nie wieder so wird wie vorher? Vielleicht gibt es etwas, an das wir noch nicht gedacht haben. Es muss einfach eine Möglichkeit geben. Oh, wir haben noch gar nicht alle Funkelis gerettet. Wenn wir hier nicht weiterkommen, sollten wir es im Keller versuchen, wo Grape die Funklis eingesperrt hat. Los! Ja, aber erstmal muss ich das Level da versuchen zu perfektionieren. Also, ja.
Wir wissen, wo ich das Wappen geigt habe, ne? Also, wir sehen uns bei dem Schiff wieder. So, Leute, ich bin wieder hier. Und diesmal durch den Käfig. Es war so obvious, aber ich hab gedacht, okay, ich öffne das Ding, dann kann ich hier unten das auch noch holen. Aber nein, war nicht so. Und dafür muss ich jetzt hier gerade nochmal 5 Minuten durch das ganze Level. Wir sehen uns im Untergeschoss wieder. Was für ein wunderschönes Bild. Wir haben mir doch ein schönes Konzert gegeben. So, dann gucken wir uns mal die Schleife an, die wir gerade bekommen haben. Eine pinke Schleife. Und wir haben nochmal Musik bekommen. Idyllischer Ozean und tönende Tiefsee. Na gut, ne? Jetzt fehlt nur noch ein Level. Und guckt mal. Es ist so, wie ich es mir dachte. Hier in der Mitte ist jetzt so ein Ding erschienen. Und das, da habe ich wahrscheinlich dann den finalen Kampf vor mir, nachdem ich hier dunkle Tiefen und wirbelnde Strudel abgeschlossen habe und den Meerjungfrauen-Funkling gerettet habe. Das heißt, wir haben wahrscheinlich nur noch 2 Folgen vor uns. Dann sind wir mit dem Spiel fertig. Ja, Leute. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Wenn euch die Show gefallen hat, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute. Bis dann.